Hier also sind Rita Werner und Rainer Schöne mit der Action, Abenteuer, Fantasy, Folterkammer, Spielshow und wir nennen sie der Einfachheit halber Fort Boyard. Der Wächter der Schlüssel wird auch heute über den Goldschatz des Herrn von Boyard wachen, wie seit Jahrhunderten. Fort Boyard, das Schiff aus Stein im blauen Atlantik, wartet wieder auf 6 Abenteurer. Hier sind sie. Ne les touchez pas. Enchanté, Herr von Boyard. Fortuna ist heute auf der Seite Ihrer Kandidaten. Sie kommen, um den Schatz zu holen. Hoffnung, Rita. Hoffnung ist das Seil, auf dem die Narren tanzen. Die Kandidaten, das hier ist Petra. Hanne. Hans. Hans. Mikey. Mikey. Stephanie. Enchanté. Und das hier ist der Michael. Grüß Gott. Also das Abenteuer wartet auf uns. Zieht eure Jacken aus. Schnell. Die Kandidaten sind gespannt, was sie jenseits der Gitter erwartet. So, und das ist es. Die Tiger warten schon auf das Ende des Abenteuers. Wenn das Team für kurze Zeit in den Käfig darf, um sich möglichst viel von Gold zu... Nur für diese paar Minuten werden sie ausgesperrt. Zurück, du Wurm! Ein neues Abenteuer beginnt. Willkommen in der Höhle des Tigers. Ihr hört sie.
Ich sehe, er macht große Augen. Aber glaubt mir, das geht jedem so, wenn er hier reinkommt. Zuerst. Vielleicht denkt ihr aber auch, das ist zu viel. Wir wollen gleich wieder nach Hause gehen und ihr gebt auf. Nie. Ich höre nichts. Nie. Wollt ihr meine Herausforderung annehmen? Natürlich. Das ist gut. Wollt ihr was? Also, keine Sorge. Wenn mal was nicht klappt, wenn ich mal eines der Spiele oder das andere nicht gelingt, dann gebe ich euch die Chance, ein Rätsel zu lösen. Wollen wir das machen? Hier. Hans, du? Ja. Ich glaube, wir schicken ihn an. Ja, schicken ihn an. Hans ist der Beste. Was bist du von Beruf? Ich arbeite im Rathaus mit Computern. Das gefällt mir. Logisches Denken. Du siehst intelligent aus. Ich glaube, du wirst deine Mannschaft vom Verderben retten. Vielleicht erlernen. Führ ihn rauf in den Turm zum Wächter der Schlüssel. Rita, folge unauffällig, falls dir das gelingt. Also, ihr wollt an meinen Schatz. Ihr kommt in die Schatzkammer nur durch diese Tür, die ich mit 18 Schlössern gesichert habe. André, zeig sie. Da drinnen sind 18 Schatztruhen. Die 18 Schlüssel, die ihr dazu braucht, die findet ihr hier oben in diesen Kerkerzellen. In jeder Zelle ist ein Schlüssel. Holt euch. Den holen wir uns. Alle. Alle 18. Wer ist euer Mannschaftskapitän? Hier. Tritt vor. Ja, ist ja gut. Er macht schon voll die Panik hier. Du bist vorlaut. Richtig. Wie heißt du? Mikey. Steht hier drauf. Mikey. Was bist du von Beruf? Fitnesstrainer. Schon schlecht. Schon gut. Du hast keine Chance, gegen mich zu gewinnen. Aber ich gebe dir die erste. Hier sind drei Pläne. Drei Wege, um in die Schatzkammer zu kommen. Such dir einen aus. Sehr gut. Lätzchen. Was sonst? Ich wusste es ja. Nummer 3. Unsere Glückszahl. De la Choisile Nummer 3. Mikey. Treib deine Leute an. Also Leute, jetzt geht's los. Kämpft ja nicht nur gegen die Widrigkeiten, die ich euch in die Zellen gelegt habe, sondern auch gegen die unerbittliche Zeit. Den ersten Schlüssel kriegt ihr, wenn da oben euer Intelligenzmann das erste Rätsel gelöst hat. Seid ihr bereit? Natürlich. Ja, ich höre nichts. Jederzeit. Voilà, André, lass die Spiele beginnen. Spiel beginnt. Wächter der Schlüssel, das ist Hans, er wird die Rätsel lösen. Hans, denk an Folgendes. Wenn du ein Rätsel nicht löst, wirft er den Schlüssel in das Meer und einer muss danach tauchen. Okay? Alles klar. Viel Glück. Mach's alles schon. Klar. Tschüss. Tschüss. Bonjour. Die Männer in dem alten Fort, die rechneten einander vor. Vier leere Flaschen tauscht man ein für eine volle Flasche Wein. Auf wie viele volle in den Taschen hofften sie bei 16 leeren Flaschen? Fünf. Ja, warum? 16. Gibt vier volle und eine bleibt übrig. Ja, richtig. Ich hab mal. Der Hansi! Super! Moment! Es fängt gut an für euch. Mach weiter, aber ihr wisst ja, das alte Sprichwort, wer früh singt, den holt abends die Katze.
Katze. Ah. Der Tiger. Ich lasse mich dazu hinreißen, euch das erste Spiel zu erklären und damit die Spielregeln für die gesamten Spiele. Hier ist eine Tür, dahinter ist eine Zelle. In der Zelle ist ein was? Ein was? Ein Schlüssel. Ein Schlüssel, genau darum geht es. Jetzt sage ich euch etwas. Wer vor Ablauf der Zeit nicht aus der Zelle herauskommt, mit oder ohne Schlüssel, der wird von uns beiden, von André und von mir, mit Freuden eingeschlossen. Oh Mann. So, abgelaufen ist die Zeit, wenn der letzte Tropfen blauen Atlantikwassers hier unten angelangt ist. Nicht hier, nicht da, nicht dort, ganz am Schluss. Habt ihr das begriffen? Ja. Ich höre nichts. Ja. Nicht einfach als das. Jetzt erkläre ich euch das erste Spiel. Ich brauche dazu eine geschwinde, zierliche und sehr geschickte, wendige, kleine Frau. Wer will das sein? Also warte mal. Überlegt euch das. Die Hanne machen Sie. Tritt geschwind zu mir heran, damit ich mit dir reden kann. Hanne, wo kommst du her? Aus Mühl am Ruhr. Aus Mühl am Ruhr. Ja. Was machst du da? Und zwar bin ich Buchhalterin und gleichzeitig Mutter und Hausfrau. Wunderbar. Ja. Hast du vor irgendetwas im Leben Berührungsängste? Ich? Berührungsängste? Vor Mäusen. Ach du meine Güte, nö. Vor Spinnen? Ich auch nicht. Vor Schlangen? Auch nicht. Vor Drähten? Nee, auch nicht. Das solltest du aber. Ja? Denn darin, höre, mein Kind, da drin darfst du Drähte nicht berühren. Du solltest Berührungsängste vor Drähten haben, denn wenn du einen berührst, dann klingelt es. Wenn du noch einen berührst, dann klingelt es zweimal. Wenn es dreimal klingelt, dann ist der Schlüssel für dich verloren. Gut. Und damit ist das Spiel verloren. Also werde ich diesmal mal ein bisschen Angst haben und keinen berühren. Geht nicht so viel. Nein. Kriegt sie das weiße Band noch? Ach, André. Das weiße Band? Du ziehst dir die Dinger an. Fast hätte er es wieder unterschlagen. Na, das geht auf deinen Kopf. Moment. Na, ich kröne dich. Mach's dir selber rum. Okay. Geschwind. Viel Glück. Danke. 2 Minuten. Guck dir das Spiel genau an. Ruhig, Anne. Anne, ganz gut. Das ist völlig egal. Beweg dich. Du musst durch die Stäbe durch. Ja. Langsam bewegen. Wir sehen den Schlüssel. Beweg dich erstmal. Ja. So, ich gehe jetzt durch diese Dinger durch. Okay? Sehr schön. Ja. Gut, Anne. Langsam, du hast Zeit genug. Toll machst du das. Drüber, drüber, Hanne. So ist richtig, sehr schön. Wieder drunter durch. Wieder drunter. Gut, Hanne. Ja, super. Bitte, ruhig, nicht zu früh hoch. Weiter, mal auf. Das kann man im Augenblick nicht sehen. Beweg dich, Hanne. Okay, immer weiter. Pass auf. Guck schon mal hoch, ob du einen Löwenkopf mit einem Haken siehst irgendwo. Nein, sie zieht einen nicht. Löwenkopf sehe ich nicht. Nein, sie soll weitermachen. Weiter. Immer weiter, immer geh weiter. Geh weiter, Hanne. Ich kriege sie jetzt weiter. Gut, dich weiter. Sehr gut, Hanne, sehr gut. Etwas schneller muss sie werden, weil die Zeit rennt. Hanne, ein bisschen schneller. Ja. Die Hälfte ist jetzt hoch. Hälfte Zeit ist noch. Na trotzdem, glaubt mir. Ein Löwenkopf sehe ich jetzt. Weiter, weiter, weiter. Richtig auf den Löwenkopf zu. Weiter, lass dich nicht verrückt machen. Oh nein, lass dir Zeit! Jetzt Zeit, du hast Zeit genug. Lass dir Zeit! Gut, Hanne. Zeit genug. Gut, Hanne, und jetzt greif den Schlüssel, wenn du ihn hast. Greif ihn dir! Und nach vorne, und nach vorne! Gestehen, ich habe mich in dir nicht getäuscht. André, allons-y. Super, Hanne. Mir nach, komm rüber. Schnell. Das nächste Spiel, kommt her, heißt der Kendo-Balken. Ich brauche dazu einen Mann. Wer will es sein? Komm schon, ich halte euch. Du machst das, Mikey. Ich mach's. Das Spiel besteht darin, dass du sofort erkennst, worum es geht, um den Schlüssel zu kriegen. Du darfst nur das Hilfsgerät benutzen, das du da drin findest, um zum Schlüssel zu geraten. Soll ich dir einen Grat geben? Nee. Das ist ein Schade. Schade darum. Hinein. Du hast 2 Minuten. Viel Glück. Viel Glück.
Motor. Versuche ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ja, genau. Schau mal das Gleichgewicht. Na komm, runter. Na los. Ja, genau. Na los. Ja, komm. Kompensiere. Ja, kompensiere. Guck auf die Uhr, es ist jetzt Halbzeit! Okay, okay, nein, nicht! Du gehst runter! Versuch mal die komm, Beine! Komm, treff dich! Bring aus dem weiter runter! Weiter runter, die Beine vielleicht! Du musst dich jetzt beeilen! Nein, das kann ja sein, das bringt aus dem Gleichgewicht! Soll ich rauskommen? Nein! Noch nicht! Meinen Rat annehmen sollen. Okay, das nächste Mal, okay? Du lernst schnell. Okay. Hier steht ein R. Das R heißt für dich Rat und Zuhören. Es heißt aber für euch alle ein Rätsel. Ihr habt es nicht geschafft. Ihr dürft den Schlüssel auf eine andere Weise erwerben, nämlich mit einem Rätsel. Wollt ihr das? Ja! Ja, klar. Dann schreit laut hoch zu ihm, er soll ein Rätsel lösen. Ein Rätsel! Von ihrem Fischfang brachten zu Tische zwei Väter und zwei Söhne zusammen drei Fische. Doch jeder der Männer angelte nur einen. Das klingt ziemlich falsch, möchte man meinen, und doch ist es möglich. Nun denke sogleich, du findest die Lösung, sie ist ziemlich leicht. Großvater, Vater und Sohn, drei. Gabi! Ja, super! Okay, avance! Komm! Ich brauche für dieses Spiel komm. Eine Frau, die klettern kann. Wer will das sein? Du, Stefanie, was machst du im bürgerlichen Leben draußen in deiner kleinen Welt? Krankengymnastik und Gymnastiklehrer. Das ist schön, dann wirst du das schaffen. Ich bin schon leid, dich hier zu verlieren. Ich habe dieses Spiel, komm ran zu mir, von meinem Großvater übernommen. Mhm. Mein Großvater war ein sehr witziger Mann. Er pflegte den Schlüssel zum Haupttor ganz oben an eine glitschige, glatte, schmierige, steile Wand zu hängen. Die Gefangenen, die es schafften, den Schlüssel zu kriegen, waren frei. Wer es versuchte und nicht schaffte, der wurde den Haien zum Fraß vorgeworfen. Willst du es trotzdem versuchen? Logisch. Kein Problem. Keine Panik. Viel Glück, Steffi. Also viel Glück, Steffi. Du hast zwei Minuten. Okay, Steffi. Ruhig. Guck dir erst an. Genau. So ist gut, Steffi. Guck es dir ganz in Ruhe an. Und jetzt versuche. Langsam versuchen. Stefanie, unten ist auch so eine Halterung. Ja, genau da. Die du benutzen kannst. Nach rechts und Mitte. Kleine Griffe. Guck danach. So ist es. Genau. Ja. Lass auf, Steffi. Und jetzt geh hoch da, Steffi. Alles gut. Halt den. Kraft an. Gut, Steffi. Langsam. Guck. Und jetzt guck für den nächsten Griff. Guck an der Wand. Oder guck, ob du den Griff unten lösen kannst. Kannst du die Wand vielleicht benutzen? Ah. Steffi, komm. Okay, so. Weiter. Hast noch genügend Zeit, ist kein Problem. Halbzeit. Gut, Steffi, schön. Versuch die andere Seite. Vielleicht kannst du. Steffi. Genau, vielleicht geht's besser. An der Wand, an der Wand. Versuch Steffi an der Wand. Fang links an und dann rechts rüber. Gut. Ja, schon wenig besser. Schön.
Versuch dich irgendwie abzustoßen und den nächsten Griff zu erreichen. Versuch da hoch zu glitschen. Links anfangen und dann rechts rüber. Komm, weiter nicht aufgeben. Versuch's doch mal, fang doch mal an. Fang doch mal an. Geh noch mal runter. Steffi, rutsch. Ja, runter. Ja. Ja. Du musst dich beeilen! Und raus! Komm raus! Komm raus! Komm raus! Komm raus! Zeig mir deine Hand, Steffi. Ja, eben, das ist das Wichtigste. Zeig mir deine Hand. Schlüssel ist gut. Gib mir deinen Händedruck. Du hättest es schaffen können. Ja, wir gehen zum nächsten Spiel. Super, los! Los, Gas! Weiter geht's! Komm! Komm! Schwab! Ich habe dieses Spiel für einen Mann konstruiert, der stark ist und nicht zu viel wiegen sollte, wenn wir das machen. Kommt her. Ja, also, komm. Ich bin wer ist der Mutige? Michael. Was machst du? Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni. Das ist ein langer Titel. Wollen wir sehen, wo du in deiner Freizeit rumhängst? In der Freizeit hänge ich an Felsen. An Felsen? Oder bin in Bächen, fahre in Bächen. Dann erfüllst du die besten Bedingungen, dieses Spiel aber ich zu gewinnen. Nein. Nein. Aber du sollst hängen. Hängen darf du ich. Sollst in dieser Zelle herumhängen, um zum Schlüssel zu kommen. Draußen sieht er das zu. Ach, klar. Ein Raum noch. Du hast keine Chance. Nein. Ja, doch, du hast die Chance. Los, zwei Minuten. Wir gehen rein. Los. Guck dir an, erst wieder. Guck dir an, Michael. Da oben hängt er. Er hängt an der Leiter, der Schlüssel. Am Ende. Und jetzt guck dir genau an, wie du da am besten hinkommst. Mit welchen Utensilien. Du hast Zeit ohne Ende. Super, okay. Mikey. Ja, super. Okay. Ja, genau. Mach's genau. Ja. Ruhig. Die Schaukel muss sich erst wieder beruhigen. Geh wieder zurück. Benutzt den Ring vielleicht, der da hängt. Er muss klettern, genau. Nicht schwingen. Klettern, richtig. Ja, nee, so ist es super, Michael. So ist es gut. Klasse! So ist es sehr gut. Ja, schön! Ja. Super! Super! Ja, langsam, lass dir Zeit. Okay, jetzt passiert das Tempo wieder, wenn es geht. Er ist toll. Super, Mann! Er ist toll! Super! Super! Komm, Mikey, jetzt! Und an die Treppe jetzt. Los. Rüber. Michael, komm jetzt. Und jetzt hangel dich darüber. Jetzt hangel. Los. Michael, beeil dich. Rüber. Beeil dich. Hey. Komm, Michael, komm. Halt los. Michael, rüber. Ich muss gestehen, ich habe dieses Spiel zu leicht gebaut. Wir gehen zur nächsten Zelle. Super. Am Anfang dachte ich, komm hier. Warte. Hierfür brauche ich einen Mann mit geschickten, kräftigen Händen. Wer will es machen? Ich mach's. Du machst das. Ich mach's. Mikey, der Vorlader. Ganz genau. Weißt du, was eine Schaltschraube ist? Ja. Geh rein, du wirst viele Schrauben finden und darunter einen Schlüssel. Alles klar. Du hast 2,5 Minuten, André. Viel Glück! Danke! So, ganz vorne anfangen, ganz vorne, damit er mitrennen kann. Ich bin schnell bereit! Ganz vorne. Ganz vorne muss er anfangen, damit er mitrennen kann. Nach vorne mit dem Mal mitlaufen, es hat nicht genug Zeit zum Drehen. Stefanie, sag doch, dass er auf die andere Seite gehen soll. Ich sag rechts oder links hinlassen. Ich weiß es noch nicht. Probier. Nee, versuch es immer nur bei den Händen. Nur die Hände. Ja, ich sehe es, ja. Nach vorne muss er. Ganz weit vorne. Du musst nach vorne. Am Anfang, wo die aufkommen. Geh nach vorne, damit du mitlaufen kannst. Du hast Zeit genug. Du hast ganz viel Zeit. Noch nicht mal Halbzeit. Genug Zeit. Ja, gut. Ja, genau. Los, gut. Komm, du hast Zeit.
genug. Viel weiter vor. Weiter vorgehen. Ja, 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 ja. Ja, gut, genau. Ja. Weiter, du hast immer noch gut Zeit. Immer noch Zeit. Genug Zeit. Auf. Das nächste Spiel ist ganz leicht. Das ist leicht. Praktisch verschenke ich einen Schlüssel. Wer will das machen? Moment. Petra. Mann, was ist es mir Petra, egal. Petra, komm, schau mich an. Hast du heute schon gegessen? Ja, ein bisschen. Das ist gut. Damit hast du die richtige Grundlage für das nächste Spiel. Da passen auch noch 4 Desserts rein. Du musst dich von Zelle zu Zelle essen. Die Bedingung ist, du musst das runterschlucken, sonst ist das Spiel verloren. Hast du mich verstanden? Ja. Du hast genug Zeit. Rein! Okay. Ja. 2 Minuten. Ruhig, Petra, du hast Zeit. Du hast Zeit. Okay, langsam. Du bist gut. Okay, super. Okay. Und lass ihn raus. Gut kaut. Super. 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 Und kriegst du was zu trinken? Runter damit. Das schmeckt. Na, dann gibt er den Schlüssel. Ah, alles klar. Petra, du hast Zeit. Ja, super. Ja. Okay. Oh, hey. Super. Er trinkt. Super. Ja, ja, ja. Hey, super. Mach deinen Mund auf. Alles klar. Also ich bin stolz auf meinen Koch. Hat's geschmeckt? Das Spiel, dann dürft ihr eines meiner beliebten Rätsel lösen. Das ist eines meiner Lieblingsspiele. Ich brauche dazu jemanden, der ein gutes Gleichgewicht halten kann. Wer möchte das Spiel spielen? Gutes Gleichgewicht. Steffi? Ich habe gutes Gleichgewicht. Ich hoffe, du bist nicht zu klein. Hast du ein Fahrrad? Ja. Weißt du, was ein Radwanderweg ist? Ja. Dann bist du die denkbar schlechteste Kandidatin für dieses Spiel. Man kann es ja kombinieren. Richtig, du solltest es kombinieren. Da drin, es handelt sich um einen Gratwanderweg, auf dem du dich zum Schlüssel vorwärts balancieren musst. Bedingung ist, du musst den gleichen Weg zurück auf dem Grat, den du reingegangen bist. Hast du dir das gemerkt? Wenn du runterfällst, ist das Spiel leider verloren, und zwar für dich. Du machst es. Okay, komm. André, du hast 2,5 Minuten. Ruhe.
Ist okay. Ist der Schlüssel? Oben ist der Schlüssel auf deiner Seite. Moment, Ruhe, wir müssen erstmal den Blick jetzt im Gang. Du sollst auf gar keinen Fall springen. Auf gar keinen Fall. Petra, Steffi, nicht springen. Ganz langsam jetzt. Du hast Zeit genug, ihr sagt Bescheid. Ruhig, Petra. Die Rolle ist nicht befestigt, die rollt sich auf die ganze Zeit. Die Rolle ist nicht befestigt, du brauchst keine Angst zu haben. Guck nicht runter, guck zum Schlüssel, so ist gut. Dann kann sich an der Decke abschwimmen. Ja, oh, richtig. Gut. Schön machst du das. Und jetzt ganz ruhig. Ganz, ganz ruhig. Er kommt gar nicht hin hier, ganz ruhig. Ja, das ist ein Schlüssel. Schön machst du das. Petra, du hast noch so viel Zeit, es ist noch nicht mal ein Viertel vergangen. Noch nicht mal ein Viertel. Die Stelle, dann weist sie darauf hin. Petra, gleich kommt eine schwierige Stelle. Die ist etwas schmäler. Ganz langsam. Ganz langsam jetzt. Gut. Gut, Petra. Gut. Steffi. Okay, überleg. Überleg, überleg, überleg. Schaff. So ist gut. Du wirst schon sehen, ne? Die macht das, die Spitze. Die Steffi. So machst du es gut. Versuch rüberzukommen. Versuch rüberzukommen. Versuch rüberzukommen. Da drüber. Mit einem Schritt. Richtig. Gut. Stütz dich ab. Du machst es super. Gut, Steffi. Versuch das andere Bein nachzuziehen. Versuch das andere Bein nachzuziehen. Komm, Steffi. Komm, so ist gut. Halt dich fester. Halt dich fest. Komm, Steffi. Zeit ist doch nicht um. Spring doch mal hoch! Versuch doch mal! Steffi! Komm, 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 weiter, weiter, weiter! An der Rolle links oben da! An der Rolle links oben ist ein Griff! Aber nicht an der Rolle, da ist kein Griff, du musst dich da oben festhalten und hier unten rechts. Du bist da oben da. Na, guck dir die Uhr an, sie schafft nicht mehr. Steffi, schafft nicht mehr. Und guck doch auf die Uhr. Ja, ich guck auf die Uhr. André, sie schafft es nicht. Nein. Ja, 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 und? Nein. Achtung. Sie ist eingeschlossen. Okay. Und sie ist eingeschlossen. Der erste Einschluss. Ist vorbei. Es ist nicht ganz vorbei. Hört zu. Aufgemerkt. Nein, nicht nur ein Rätsel. Ihr habt noch die Chance, den eingeschlossenen Kandidaten oder eure Freundin Steffi durch einen Schlüssel wieder auszulösen. Das heißt, ihr opfert einen Schlüssel oder ihr lasst sie jetzt schmoren. Ihr könnt es jetzt machen oder später machen. Wollt ihr sie wieder rausholen oder wollt ihr weitermachen? Überlegt euch schnell, eure Gesamtzeit läuft. Ihr habt die Chance, einen weiteren Schlüssel mit einem Rätsel zu bekommen. Ihr habt auch die Chance, eine weitere Kandidatin durch Übergabe eines Schlüssels. Ehrwürdiger Meister, lass uns einen Augenblick beraten, bitte. Ja, dann haben wir beraten, schnell. Erstmal ein Rätsel. Wir nehmen das Rätsel. Jetzt ein Rätsel und dann kommen wir raus. Wir nehmen das Rätsel. Wir nehmen das Rätsel. Ja. Ein Rätsel! Ein Soldat nahm eine Frau, da gebar ihm die Schön hintereinander genau drei Söhne, von denen jeder, sag ich dreist, anders wie sein Vater heißt, ansprich und sag die Lösung mir, dann gebe ich den Schlüssel dir. Den Namen der Mutter? Nein, nein, nein. Die Zeit läuft ab. Falsch. Der Soldat hieß anders. Was? Schlüssel geht an mir. Bekommen. Du musst jetzt hier runter, pass auf! Hier runter, diese Leiter runter und dann dich ins Netz rein da. Da ist der Schlüssel in der Mitte, du wirst ihn gleich sehen. Beeil dich! Ja, super! Hast ihn! Zieh dich ran! Schnell, Michael! Komm! Pass auf deinen Kopf! Schnell, schnell!
Rechts, 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 auf hier rechts. Wir haben den Schlüssel! Wozu habt ihr euch nun entschlossen? Wollt ihr mir einen Schlüssel geben und die Kandidatin wieder rausholen? Kein Schlüssel. Wir machen erstmal weiter, holen sie zu einem späteren Zeitpunkt. André, zum nächsten Spiel. Okay. Okay. Ah. Es geht weiter. Das Spiel. Das Spiel habe ich. Es geht von eurer Zeit ab. Ich habe dieses Spiel für einen Mann gebaut. Wer will es spielen? Du bist zu kaputt. Ich mache es. Ich mache es. Mikey, weißt du, was eine Jungfrau ist? Ja, ich bin selber Jungfrau vom Sternzeichen. Du weißt, was eine Jungfrau ist? Ja. Ein Glücklicher. Ja. Weißt du, was eine Säge ist? Natürlich. Dann geh da rein. Ja. Und nimm die Säge. Ja. Und tu, was du nicht lassen kannst, denn nur über die Säge kannst du zum Schlüssel kommen, wenn du mutig bist. Ja, alles klar, okay. Okay, 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 okay. 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 Dann nimm die Uhr. 2 Minuten. Die sich erfolgreich sägen. André, zum nächsten Spiel. Wir gehen zum nächsten Spiel, André und Gas. Aber komm schnell weiter zum nächsten Spiel. Die nächste Zelle brauche ich. Eure stärkste Frau. Wer will das sein? Ich nicht, du. Petra, komm her zu mir. An diesem Spiel haben André und ich immer unsere ganz besondere Freude. Geh rein, dann wirst du wissen, warum. André! Du hast 3 Minuten Zeit. Viel Glück. Nicht erlebt. Ich bin sprachlos, ich bin fassungslos. Und das muss ich auskosten. André, ich weine, was ist los? Wer will das nächste Spiel spielen? Ist es leicht? Leicht. Willst du es nochmal versuchen sofort? Nein, erstmal nicht. Erstmal nicht. Wer will das nächste Spiel spielen? Ist es ganz leicht? Machst du das? Ich gehe auch mal wieder rein. Okay, du machst lange nicht mehr. Pass auf. Ja? Ich bin erschüttert. Wie findest du? Ich spiele mit dir ein Spiel. So. Kennst du das alte, berühmte Zellenspiel 3 Dinge? In derselben. Ich sage nur Schlauch. Wasser, Trichter und du bist allein. Wir helfen dir, kein Problem. 1,5 Minuten. Hier oben bei dem großen Trichter. Hier, also vielleicht links, links von dir. Links von links.
Hast du ihn? Hast du ihn nicht? Ich freue mich darüber. Ihr habt die Gelegenheit, den Schlüssel durch ein Rätsel zu bekommen. Ich glaube, dummerweise wollt ihr das gleich nach links. Ja? Wollt ihr ein Rätsel? Ja. Um 12 Uhr mittags verlässt ein Schiff den Hafen von La Rochelle. Sein Kurs führt in Richtung Vorbuea. Es ist 20 Meilen schnell. Als 30 Minuten vergangen sind, hebt ein Hubschrauber ab vom Fort und fliegt in Richtung La Rochelle. Mit 100 Meilen die Stunde und zierendem Rotor. Sie treffen sich. Nun frage ich dich mit List, wer denn wohl dem Fort genau am nächsten ist. Der Hubschrauber. Na, Moment, beide gleich. Beide gleich. Ich will es gelten lassen. Richtig. Für die nächste Pelle. Halt! Das war das letzte Spiel. Der Gong hat euch geschlagen. Ich lasse jetzt die Tiger zurückbringen. Michel! Enferme les Tigres. Meine Kätzchen werden jetzt aus der Schatzkammer zurück in die Käfige gebracht. Bis ich sie wieder bringe. Schlüssel haben wir aus den Zellen. Jetzt wollen wir einmal zählen. Zählt mit. 1, 2, ich höre nicht. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist zu viel. Aber für euch zu wenig. Ich habe gesagt, 18 Schlüssel hat dieses Tor. Was machen wir jetzt? Ich habe also für euch noch eine weitere Prüfung bereitet. Ihr müsst da durch. Hebt die Platte hinweg. Schnell. Hier ziehen, komm, helft. Dann wollen wir doch mal sehen, was darunter ist. Zieht. Ja, quält euch für mich, quält euch. Wunderbar. Ihr seht, darunter ist ein unterirdischer Geheimgang in die Schatzkammer. Und ich freue mich, dass auch heute wieder Blut ist. Weg mit dem Teil, sonst fällt es mir auf die Füße. So. Ihr müsst jetzt da hineintauchen. Das reicht nicht, das kriegt jemand auf die Birne. Schieb das hinweg. Okay. Und lass das runter. Ich habe jetzt meine große Freude daran, euch in dieses Wasser zu schicken. Aber es wäre ganz gut, wenn einer von euch tauchen würde. Wer ist das? Du tauchst. Gut, dann setz dir die Brille auf und nimm dir eine Lampe. Aber... Können wir nicht die Teamkameraden? Was? Auslösen. Ja, okay. Jeder Teamkamerad kostet einen Schlüssel. Machen nicht. Wir machen. Wie viel wollt ihr auslösen? Alle beide. Ihr seid so fair. Alles klar. André, nimm die Schlüssel und hol sie. Schnell, mit. Komm. So, und ihr rein. Es geht alles von euch. Aber ja, die Lampe. Schnell rein, es geht von eurer Zeit. Aber hier sind zwei. Nehmt die Schlüssel. Hier, Leute, kommt mal rein. Hier, Schlüssel für euch. Hier, in der Taschenlampe. Ich muss sie anmachen. Für euch. Hier, ich schenke dir Schlüssel. Schneller müsst ihr das machen. Meine Tiger warten nicht. Ihr seid ungeduldig. Ich kann sie nicht so lange in ihren Gefängnissen behalten. Hans, beeilt euch bitte. Aus Zahlen wunderbar. Beeilt euch bitte.
Richtung gehört. Mach den Ring auf! Jeder den Schlüssel gehört zu einer bestimmten Schatztruhe. Gott! Ihr habt nicht viel Zeit. Alle rein! Schnell! Meine Tiger werden unruhig. Sucht den richtigen Schlüssel. Zur richtigen Schlüsselloch. Zur richtigen Schatztruhe. Ihr müsst den Schatz tun, schnell! Jetzt acht! Da unten liegt der andere! Schnell! Jede Truhe hat nur ein Schloss und einen Schlüssel. Jetzt neun! Fünf Volle, die erkennen euch noch von meinen Tigern! Die Tiger sind draußen. So, legt das Gold hier in die Goldwaage. Ihr seid erlöst. Und meine Tiger gehen wieder ohne Futter nach Hause. So, rein damit. Und der Nächste. Habt ihr irgendwas verschüttet? Jede dieser Goldmünzen hat einen Wert, wie ihr wisst, von 30 Mark. Jetzt wollen wir mal sehen, wie viel ihr gewonnen habt. Schaut auf die Uhr, ihr habt 460 D-Mark. Bitte schön. Jubel und Jubel bricht aus. Hat euch ein bisschen Spaß gemacht? Ja, markiere. Und? Das war tierisch, sagen Sie. Ich finde auch, dass es tierisch war. Ich auch. Ihnen gefallen hat, dann schalten Sie doch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder ein neues Abenteuer auf Borboya gibt. Bis bald. Viel Spaß noch. Rita ist auch wieder dabei. Mhm. Ganz bestimmt. Und ich auch. Farbe.